Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Ziel ist es, Familien in Schulthemen zu unterstützen. Wir reden über alles, was uns als Familie bei Bildung bewegt. Im Stefanie Bus Podcast. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Podcast zum Thema Lernbegleitung für Schüler mit Lernschwierigkeiten, wie ich als Lerncoach die Familie gezielt unterstütze. Ich freue mich, dir heute wichtige Einblicke und Tipps rund um dieses Thema zu geben. Diesen Podcast habe ich in 4 Teile aufgeteilt. Als erstes geht es darum, ein tiefes Verständnis für Lernschwierigkeiten zu entwickeln. Dann der Schlüssel zum Erfolg, also Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Familien. Dann maßgeschneiderte Wege zum Erfolg, wie wir individuelle Unterstützungspläne entwickeln. Und viertens dann gemeinsam stark, wie ich die Eltern aktiv in die Lernbegleitung einbeziehe. Die Unterstützung von Schülern mit Lernschwierigkeiten ist eine Aufgabe, die sowohl Lehrer als auch Eltern vor Herausforderungen stellt. Ein Lerncoach spielt dabei eine entscheidende Rolle, da er Schüler und ihren Familien gezielte Hilfe bieten kann. In diesem Podcast werde ich mich darauf konzentrieren, wie ein Lerncoach die Familie von Schülern mit Lernschwierigkeiten optimal unterstützen kann. Jeder Schüler ist einzigartig und daher können die Ursachen für Lernschwierigkeiten von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Als Lerncoach ist es meine Aufgabe, diese Unterschiede zu erkennen und individuelle Unterstützungsstrategien zu entwickeln. Teil 1. Ein tiefes Verständnis von Lernschwierigkeiten entwickeln. Damit ich als Lerncoach die Familie erfolgreich und gezielt unterstützen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, ein tiefes Verständnis für die Natur und die Ursache von Lernschwierigkeiten zu entwickeln. Lernschwierigkeiten ist ein facettenreiches und komplexes Thema, das eine gründliche Analyse und einen differenzierten Blick erfordert. Die Vielfalt von Lernschwierigkeiten. Lernschwierigkeiten sind keineswegs uniform. Sie können sich auf verschiedene Arten manifestieren und sind von Schüler zu Schüler stark variabel. Einige der häufigsten Arten von Lernschwierigkeiten umfassen: erstens Lernstörungen. Hierzu gehören Legasthenie und Dyskalkulie, die spezifische Probleme im Bereich des Lesens, Schreibens und Rechnen darstellen. Zweitens ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Schüler mit ADHS haben oft Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und impulsiv zu handeln, was ihre schulischen Leistungen beeinträchtigen kann. Drittens soziale oder emotionale Herausforderungen. Einige Schüler kämpfen mit sozialen Fähigkeiten oder emotionalen Problemen, die ihre schulischen Leistungen und ihr Verhalten beeinflussen können. Viertens, Umweltfaktoren. Externe Faktoren wie familiäre Probleme, finanzielle Schwierigkeiten oder schwierige Lebensumstände können ebenfalls Lernschwierigkeiten verursachen oder verstärken. Es ist wichtig zu betonen, dass Lernschwierigkeiten nicht notwendigerweise eine dauerhafte Barriere für den schulischen Erfolg darstellen. Vielmehr können sie in vielen Fällen mit der richtigen Unterstützung und Intervention überwunden oder zumindest gemildert werden. Die Vielschichtigkeit der Ursachen. Eine der größten Herausforderungen bei der Unterstützung von Schülern mit Lernschwierigkeiten besteht darin, die zugrunde liegenden Ursachen zu identifizieren. Diese können äußerst vielschichtig sein und reichen von genetischen Faktoren bis hin zu Umwelt- und sozialen Einflüssen. Ein tieferes Verständnis dieser Ursachen ist unerlässlich, um effektive Unterstützungsstrategien zu entwickeln. Erstens, genetische Faktoren. In einigen Fällen können Lernschwierigkeiten auf genetische Veranlagungen zurückzuführen sein. Wenn Eltern oder Geschwister ähnliche Schwierigkeiten haben, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ebenfalls betroffen ist. Zweitens, neurologische Aspekte. Die Forschung hat gezeigt, dass Unterschiede in der Gehirnstruktur
und Gehirnfunktion bei einigen Schülern mit Lernschwierigkeiten auftreten können. Dies betrifft insbesondere Schüler mit Lernstörungen wie Legasthenie oder Dyskalkulie. Drittens, die frühkindliche Entwicklung. Die frühkindliche Entwicklung spielt eine entscheidende Rolle. Schwierigkeiten in den ersten Lebensjahren wie Sprachentwicklungsverzögerungen können sich später als Lernschwierigkeiten manifestieren. Viertens, Umwelt und soziale Faktoren. Armut, instabile Familienverhältnisse, Traumata und andere belastende Lebensereignisse können das Lernen und die schulische Leistung erheblich beeinflussen. Fünftens, Lernmethoden und Schulumgebung. In einigen Fällen können Lernmethoden oder die Schulumgebung selbst die Entstehung von Lernschwierigkeiten begünstigen. Ein schlechtes Lehrer-Schüler-Verhältnis oder unausgewogene Lernbedingungen können eine wichtige Rolle spielen. Die Bedeutung von Früherkennung und Diagnose. Eine frühzeitige Erkennung von Lernschwierigkeiten ist von entscheidender Bedeutung. Je früher Schwierigkeiten identifiziert werden, desto schneller können gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um dem Schüler zu helfen. Ein Lerncoach spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle, da er oft einer der ersten ist, die Anzeichen von Lernschwierigkeiten erkennen. Für die Schule ist es in vielen Fällen wichtig, eine umfassende Diagnose durch Fachleute wie Psychologen, Neuropsychologen oder Spezialisten für Lernstörungen zu erhalten, um die genaue Art der Lernschwierigkeit zu bestimmen. Dies ermöglicht es der Schule, maßgeschneiderte Unterstützungspläne zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse des Schülers zugeschnitten sind. Die Rolle des Lerncoaches im Verständnis von Lernschwierigkeiten. Dadurch, dass ich mich als Lerncoach kontinuierlich über aktuelle Entwicklungen in der Lernpsychologie und Pädagogik auf dem Laufenden halte, ermöglicht dies mir, mein Verständnis für Lernschwierigkeiten zu vertiefen und meine Fähigkeiten zur Identifizierung und Unterstützung von Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu verbessern. Eine wichtige Aufgabe besteht darin, die individuellen Unterschiede zwischen den Schülern zu respektieren und anzuerkennen. Kein Schüler ist wie der andere. Und deshalb erfordert die Unterstützung von Schülern mit Lernschwierigkeiten ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Insgesamt ist das Verständnis von Lernschwierigkeiten ein kontinuierlicher Prozess, der Wissen, Empathie und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit erfordert. Ein tiefer Einblick in die Vielfalt der Ursachen von Lernschwierigkeiten ermöglicht es mir als Lerncoach, effektive Strategien zur Unterstützung von Schülern und ihren Familien zu entwickeln. In den folgenden Teilen dieses Podcasts werde ich darauf eingehen, wie dieses Verständnis Schülern mit Lernschwierigkeiten helfen und ihre Bildungschancen verbessern kann. Teil 2 – Der Schlüssel zum Erfolg. Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Familien. Der erste Schritt bei der Unterstützung von Familien von Schülern mit Lernschwierigkeiten ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Dieser Schritt bildet das Fundament für eine erfolgreiche Lernbegleitung und ist von unschätzbarem Wert für den Fortschritt des Schülers. Die Bedeutung des Vertrauens. Vertrauen ist das Herzstück jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Als Lerncoach ist es meine Aufgabe, das Vertrauen der Familie zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. Erstens, offene Kommunikation. Vertrauen schafft eine Atmosphäre, in der offene und ehrliche Kommunikation möglich ist. Eltern sollen ihre Sorgen und Bedenken jederzeit mit mir teilen können. Zweitens, Zusammenarbeit. Eine vertrauensvolle Beziehung fördert die Zusammenarbeit zwischen mir, den Eltern und dem Schüler. Alle arbeiten gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel, dem Erfolg des Kindes. Drittens, Motivation. Wenn Eltern mir vertrauen, sind sie eher motiviert, meine Ratschläge und Empfehlungen anzunehmen und umzusetzen. Viertens, Stressreduktion. Der Schulalltag von Schülern mit Lernschwierigkeiten kann für Eltern sehr stressig sein. Eine vertrauensvolle Beziehung kann dazu beitragen, diesen Stress zu reduzieren, da die Eltern wissen, dass sie Unterstützung haben. Aktives Zuhören und Empathie. Ein wesentlicher Schritt im Aufbau von Vertrauen ist das aktive Zuhören und das Zeigen von Empathie.
Wenn Eltern mir von den Herausforderungen ihres Kindes erzählen, ist es wichtig, dass sie sich bei mir gehört fühlen. Daher sind diese Punkte sehr wichtig. Aktives Zuhören. Ich höre den Eltern aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen, und lasse sie ihre Gedanken und Sorgen vollständig ausdrücken. Empathie zeigen. Ich zeige Empathie und Mitgefühl für die Situation der Familie. Eltern schätzen es, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Gefühle verstanden werden. Fragen stellen. Ich stelle gezielte Fragen, um weitere Einblicke zu gewinnen und sicherzustellen, dass ich die Situation vollständig verstehe. Zusammenfassung. Am Ende fasse ich gern das Gespräch zusammen, um sicherzustellen, dass ich die Familie richtig verstanden habe und um Missverständnisse zu vermeiden. Klare Kommunikation und Verständlichkeit. Klare Kommunikation ist ein weiterer Eckpfeiler beim Aufbau von Vertrauen. Als Lerncoach ist es meine Verantwortung, komplexe pädagogische Konzepte und Strategien in verständliche und zugängliche Informationen umzuwandeln. Vermeidung von Fachbegriffen. Ich spreche nicht in Fachbegriffen, die für Eltern unverständlich sein könnten, beziehungsweise erkläre Dinge in einfachen Worten. Veranschaulichung von Konzepten. Gerne benutze ich Beispiele und analoge Vergleiche, um abstrakte Ideen greifbarer zu machen. Nachfragen. Nachdem ich Informationen geteilt habe, frage ich die Eltern, ob sie alles verstanden haben und ob sie weitere Erklärungen benötigen. Offenheit und Transparenz. Die Offenheit über meine Herangehensweise und den Fortschritt des Schülers ist entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Eltern sollten immer wissen, was in der Lernbegleitung ihres Kindes geschieht. Folgende Punkte sind das: klare Ziele setzen. Gemeinsam mit den Eltern werden klare Ziele für die Lernbegleitung festgelegt. Diese Ziele sollten messbar und erreichbar sein. Regelmäßige Updates. Wenn gewünscht, wird der Fortschritt des Schülers den Eltern regelmäßig mitgeteilt. Dies kann schriftlich, mündlich oder in Form von Berichten erfolgen. Feedback einholen. Eltern werden gebeten, regelmäßig Feedback zu geben und Fragen zu stellen. Ihre Meinung und ihre Perspektive sind wertvoll. Entscheidungsfindung gemeinsam gestalten. Wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zur Lernbegleitung zu treffen, sollten die Eltern in den Prozess einbezogen werden und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. Geduld und Verständnis. Eltern von Schülern mit Lernschwierigkeiten können oft gestresst und besorgt sein. Es ist wichtig, Geduld und Verständnis zu zeigen und ihre Emotionen anzuerkennen. Emotionale Unterstützung. Ich biete emotionale Unterstützung, wenn Eltern frustriert oder besorgt sind. In diesen Situationen höre ich zu und ermutige sie, über ihre Gefühle zu sprechen. Ermutigung. Ich ermutige die Eltern und betone die Fortschritte, die ihr Kind macht. Positives Feedback kann dazu beitragen, das Vertrauen zu stärken. Respektieren von individuellen Bedürfnissen. Jede Familie ist einzigartig und die Art und Weise, wie sie mit den Herausforderungen umgeht. Jede Familie ist einzigartig und die Art und Weise, wie sie mit den Herausforderungen umgeht, kann variieren. Daher respektiere ich die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der Familie. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Familien ist ein kontinuierlicher Prozess, der Zeit und Engagement erfordert. Durch den Aufbau einer engagierten Partnerschaft ist es möglich, Schüler mit Lernschwierigkeiten effektiv zu unterstützen. Teil 3. Maßgeschneiderte Wege zum Erfolg. Individuelle Unterstützungspläne entwickeln. Nun ist es Zeit, individuelle Unterstützungspläne zu entwickeln. Diese Pläne sollten auf den spezifischen Bedürfnissen des Schülers basieren. Die Bedeutung individueller Unterstützungspläne. Individuelle Unterstützungspläne sind maßgeschneiderte Roadmaps, die darauf abzielen, die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen jedes Schülers zu bewältigen. Diese Pläne sind der Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Lernbegleitung effektiv ist und den Schülern die bestmögliche Unterstützung bietet.
Einheitslösungen funktionieren oft nicht, da Schüler mit Lernschwierigkeiten eine breite Palette von Herausforderungen und Stärken aufweisen können. Hier sind einige Schritte, die wir bei der Entwicklung individueller Unterstützungspläne beachten sollten. Erstens, Evaluation und Diagnose. Der erste Schritt zur Entwicklung eines individuellen Unterstützungsplans ist die gründliche Evaluation des Schülers. Dies hört sich gerade schlimmer an, als es ist. Aber dies beinhaltet die Identifizierung der spezifischen Lernschwierigkeiten, Stärken und Schwächen. Eine umfassende Diagnose durch Fachleute wie Psychologen oder Spezialisten für Lernstörungen ist oft unerlässlich, um ein genaues Bild zu erhalten, aber nicht zwingend notwendig. Erfassung des Ist-Zustands. Ich sammle Informationen über die aktuellen schulischen Leistungen, den Entwicklungsstand, das Verhalten und die sozialen Fähigkeiten des Schülers. Berücksichtigung der individuellen Geschichte. Ich beachte die familiäre und persönliche Geschichte des Schülers, um potenzielle Ursachen oder Einflüsse für die Lernschwierigkeiten zu identifizieren. Zweitens, Zielsetzung und Zieldefinition. Nach der Evaluation ist es wichtig, klare Ziele für die Lernbegleitung festzulegen. Diese Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein, also die sogenannten SMART-Kriterien. Diese Ziele sollten sich auf die individuellen Bedürfnisse des Schülers konzentrieren und sich auf Bereiche wie akademische Leistungen, soziale Fähigkeiten oder Verhaltensänderungen beziehen. Zusammen mit den Eltern ermittle ich die wichtigsten Bereiche, auf die sich der Unterstützungsplan konzentrieren sollte, und dann formulieren wir klare, präzise Ziele, die messbar sind, um den Fortschritt zu verfolgen. Drittens, Unterstützungsstrategien entwickeln. Die Auswahl der richtigen Unterstützungsstrategien ist entscheidend für den Erfolg des Unterstützungsplans. Diese Strategien sollen auf bewährten Praktiken basieren und auf die individuellen Bedürfnisse des Schülers zugeschnitten sein. Pädagogische Intervention. Wenn der Schüler unter Lernschwierigkeiten in bestimmten Fächern leidet, sollten pädagogische Interventionen wie Nachhilfe oder spezielle Unterrichtsmaterialien in Betracht gezogen werden. Verhaltensmodifikationstechniken. Wenn der Schüler Verhaltensprobleme hat, können Verhaltensmodifikationstechniken wie positive Verstärkung oder Verhaltenspläne hilfreich sein. Therapeutische Unterstützung. In einigen Fällen kann die Einbindung von Therapeuten wie Logopäden oder Ergotherapeuten notwendig sein, um spezifische Herausforderungen anzugehen. Viertens, Individualisierung und Flexibilität. Jeder Schüler ist einzigartig. Daher sollte der Unterstützungsplan an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Es ist wichtig, flexibel zu sein und den Plan regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, da sich die Bedürfnisse des Schülers im Laufe der Zeit ändern können. Und da ist es auch wichtig, dass die Eltern auf dem Laufenden gehalten werden. Nur so können die Eltern ein Feedback zur Wirksamkeit des Planes geben, um das ich sie auch regelmäßig bitte. Fünftens, Ressourcen und Unterstützung nutzen. Es ist außerdem wichtig, Ressourcen und Unterstützung von anderen Fachleuten in Anspruch zu nehmen, denn wir sind nicht allein in diesem Prozess und die Zusammenarbeit mit anderen kann sehr hilfreich sein. Daher arbeite ich sehr eng mit Lehrern, Schulpsychologen, Spezialisten für Lernstörungen und anderen Fachleuten zusammen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sechstens, Motivation und Engagement fördern. Die Motivation und das Engagement des Schülers sind entscheidend für den Erfolg des Unterstützungsplans. Als Lerncoach entwickle ich Strategien, um die Motivation des Schülers aufrechtzuerhalten und sein Engagement für das Lernen zu fördern. Ich bestärke und belohne den Schüler für seine Bemühungen und Erfolge, um die Motivation zu steigern. Außerdem versuche ich, das Lernen interessant und relevant für den Schüler zu gestalten, indem ich seine Interessen und Stärken mit einbeziehe. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, aufmerksam zuzuhören und die Meinungen und Ideen des Schülers zu respektieren. Die Entwicklung und Umsetzung individueller Unterstützungspläne erfordert Zeit, Engagement und Fachwissen.
Es ist jedoch ein unverzichtbarer Schritt, um Schülern mit Lernschwierigkeiten dabei zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten und erfolgreich zu lernen. Und jetzt kommen wir zu Teil 4, wie Eltern aktiv in die Lernbegleitung einbezogen werden können. Denn Teil 4 ist gemeinsam stark, Eltern aktiv in die Lernbegleitung einbeziehen. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern spielt eine entscheidende Rolle für den schulischen Erfolg der Schüler, insbesondere wenn es um Lernschwierigkeiten geht. Deshalb ist eine aktive Beteiligung der Eltern sehr wichtig. Denn Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen im Leben eines Kindes und spielen eine entscheidende Rolle in seinem schulischen Erfolg. Wenn es um Schüler mit Lernschwierigkeiten geht, sind Eltern oft die Ersten, die Anzeichen erkennen und sich um Hilfe bemühen. Ihre aktive Beteiligung an der Lernbegleitung ist also unerlässlich. Hier sind einige Gründe, warum die Einbeziehung der Eltern so wichtig ist. Erstens, Kontinuität der Unterstützung. Die Eltern sind oft diejenigen, die den Schüler außerhalb der Schule am besten kennen und die Kontinuität der Unterstützung sicherstellen können. Zweitens, Verständnis der individuellen Bedürfnisse. Eltern haben ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes und können wertvolle Einblicke in seine Stärken und Schwächen bieten. Drittens, Motivation und emotionaler Support. Eltern können eine wichtige Rolle dabei spielen, die Motivation des Schülers aufrechtzuerhalten und emotionalen Support zu bieten. Viertens, Implementierung von Strategien. Eltern können im Alltag effektive Strategien und Techniken anwenden, die in der Lernbegleitung erlernt wurden. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen beim Einbeziehen der Eltern. Obwohl die Einbeziehung der Eltern entscheidend ist, kann dies auch eine Herausforderung darstellen. Einige Eltern können sich überfordert fühlen oder Schwierigkeiten haben, sich in den schulischen Prozess ihres Kindes einzufügen. Hier sind einige der Herausforderungen, die auftreten können und wie sie bewältigt werden können. Erstens, mangelnde Kenntnis und Unsicherheit. Einige Eltern fühlen sich unsicher in Bezug auf pädagogische Konzepte und Lernstrategien. Hier unterstütze ich auch die Eltern individuell. Zweitens, Zeitmangel. Viele Eltern haben vollgepackte Zeitpläne und es kann schwierig sein, sich zusätzliche Zeit für die Unterstützung des Kindes freizuschaufeln. In Bezug auf Treffen und Kommunikationsmethoden bin ich daher sehr flexibel und komme den Familien entgegen. Drittens, emotionale Belastung. Eltern von Kindern mit Lernschwierigkeiten können mit starken Emotionen wie Frustration und Sorge kämpfen. Deshalb ist mir ein einfühlsamer Umgang und die Bereitstellung von emotionaler Unterstützung sehr wichtig. Viertens, Kommunikationsprobleme. Die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern kann manchmal herausfordernd sein. Klare Kommunikation und die Verwendung von verständlicher Sprache können helfen. Die Herausforderung der Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit. Mir ist es wichtig, nochmal zu betonen, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern auf Augenhöhe stattfindet. Ein partnerschaftlicher Ansatz, bei dem die Meinungen und Bedenken der Eltern respektiert werden, ist von grundlegender Bedeutung. Manchmal können Eltern zusätzliche Unterstützung benötigen, um sich auf gleicher Augenhöhe zu fühlen. Insbesondere, wenn sie das Gefühl haben, gegenüber Fachleuten unterlegen zu sein. Ein respektvoller Umgang und die Anerkennung ihrer Rolle als Experten für ihr Kind sind entscheidend. Die Bedeutung der Einbindung der Eltern in den Unterstützungsplan. Die Einbindung der Eltern in den Unterstützungsplan ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Umsetzung der Strategien außerhalb der Schule ermöglicht. Eltern können eine Brücke zwischen schulischer und häuslicher Umgebung schlagen und die Kontinuität der Unterstützung sicherstellen. Mein Fazit aus dieser Folge ist: Die Unterstützung von Schülern mit Lernschwierigkeiten erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise, bei der ein Lerncoach und die Eltern eng zusammenarbeiten. Denn wenn ich als Lerncoach die Familie gezielt unterstütze, kann ich dazu beitragen, dass der Schüler oder die Schülerin erfolgreich lernt und seine Potenziale entfalten kann. Denn jeder Schüler, jedes Kind, jede Familie ist einzigartig.
Und ich biete diese einzigartige Unterstützung, diese individuelle Unterstützung auf jede Familie angepasst. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast hilfreiche Einblicke und Tipps gegeben hat. Ich freue mich, von dir zu hören, über einen Kommentar, ein Like, eine Nachricht und bewerte doch meinen Podcast auf den gängigen Plattformen. Bis bald. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und empfehle mich doch gerne weiter an andere Familien, die auch den ein oder anderen Tipp oder auch den Ausweg aus dem Schuldschungel finden wollen.